Wenn du dich selbstständig machen willst oder schon bereits selbstständig bist, dann weißt du natürlich auch, wie wichtig ein Finanzplan ist. Und im Finanzplan direkt gibt es natürlich Rentabilitätspläne, Umsatzkosten- und Auslastungspläne und dann gibt es den Liquiditätsplan. Und du wirst sicherlich auch gelernt haben, dass der Liquiditätsplan wichtiger ist als der Rentabilitätsplan. Es ist also immer wichtig, genügend Geld in der Kasse zu haben, damit du alle deine Rechnungen bezahlen kannst. Aber mache nicht den Fehler, den viele tatsächlich durchführen, den Fokus auf das Geld auszurichten. Denn Geld, wie du hier siehst, ist ein wunderbarer Diener, aber ein grausamer Herr. Und in diesem Video teile ich dir ein paar Strategien mit, damit dir dieser Fehler nicht passiert. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur selbst Unternehmer und habe über 20 Unternehmen gegründet, sondern auch mehrere tausend Menschen dabei begleitet, ihr Vorhaben zu gründen und später auch zu verkaufen. Und dabei kommen mir alle Arten von Menschen auch an den Tisch. Und das, was ich immer wieder beobachte, dass es tatsächlich Menschen gibt, die ihren Fokus allein auf das Geld richten. Und hier lauert der große Fehler, den ich dir nun zeigen werde. Schauen wir uns zunächst den Menschen an, der seinen Fokus auf das Geld richtet und sagt, ich will viel Geld. Dann kommt sofort die nächste Frage, wie kann ich da rankommen? Also sofort die Kausalfrage, was muss ich tun, um viel Geld zu bekommen? Und das Problem beim Geld ist, dass es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, daran zu kommen. Es gibt gute Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen zu dienen, seine Zeit zu investieren, die Probleme lösen und entsprechende Produkte herstellen oder zu vermarkten. Aber es gibt auch die anderen Möglichkeiten, an das Geld heranzukommen. Und das fängt beim kleinen Handtaschendiebstahl an, geht über den Banküberfall, über Spekulationsgeschäfte mit Kryptowährung bis hin zur Tatsache, dass man sein Geld über Glück spielt, gewinnt oder andere sogar betrügen will. Und wenn dieser Mensch jetzt nicht nur seinen Fokus zuerst auf das Geld richtet, sondern jetzt auch noch das Bedürfnis hat, möglichst effizient zu sein, sprich also die Leistung, die erbracht werden muss, auf ein Minimum zu reduzieren, die Energie und Zeit, die investiert wird, auf ein Minimum zu bringen, dann hast du es mit einem handfesten potenziellen Betrüger zu tun. Denn er wird sehr wahrscheinlich den Weg gehen des geringsten Widerstands, den Weg gehen der geringsten persönlichen Weiterentwicklung, den Weg zu gehen, wo er möglichst wenig investiert, aber viel bekommt. Und das ist doch am schnellsten, indem er zur Bank mit einer Strumpfmaske vorbeigeht oder sich über Cum-Ex-Skandale, Umsatzsteuervorteile in die eigene Tasche wirtschaftet, mit Fremdengeld irgendwelche Geschäfte macht zum Nachteil aller Beteiligten. Und der schnellste Weg natürlich, Geld zu bekommen, ist nicht seinen Fähigkeiten zu vertrauen, sondern seinem Glück. Also füllt man dann Lotto- und Totoscheine auf und spielt im Internet oder sonstigen Spielhöllen dann entsprechende Glücksspiele, um endlich mal die große Million zu gewinnen. Und woran erkennst du solche Menschen? Die erkennst du in der Regel daran, dass sie in allen Lebensbereichen dieses gleiche System haben. Das siehst du an ihren Beziehungen, die wenig gepflegt sind. Das siehst du an ihrem äußeren Erscheinungsbild, was wenig gepflegt ist. Das siehst du auch an ihrer körperlichen Fitnesszustand, was wenig gepflegt und trainiert ist, weil das würde ja bedeuten, viel Leistung, Energie und Zeit zu investieren. Du hast also mit Menschen zu tun, die überall low-level durchs Leben gehen, aber trotzdem die Hoffnung haben, viel dafür zu bekommen. Und genauso wirtschaften sie dann auch, genauso gründen sie dann auch und kriegen die entsprechenden Konsequenzen. Und ich werde dir jetzt den anderen Weg zeigen, der wesentlich sinnvoller ist und auch nachhaltiger ist. Ich lade dich ein, den Fokus zu wechseln, weg vom Geld hin zum Mensch. Denn die Menschen um dich herum, alle wie sie da sind, haben entweder Probleme, die sie loswerden wollen, oder sie haben Wünsche, die sie umgesetzt haben wollen, oder im günstigsten Fall sogar beides. Und klar ist natürlich derjenige, der bessere Marktteilnehmer, der bessere Unternehmer, der bessere Problemlöser, der viele Menschen und viele Probleme kennt und auch die Wünsche kennt und jetzt dafür anfängt, Lösungen zu entwickeln. Und diese Problemlösungen unterscheiden sich in zwei Kategorien. Die eine Kategorie, das sind Probleme oder Wünsche, wo die Menschen sagen, eigentlich konnte ich das selbst machen. Ich könnte jetzt beispielsweise selbst meine Hemden bügeln, reinigen. Ich könnte jetzt selbst meine Wohnung reinigen. Ich könnte selbst einkaufen, aber ich kann es auch andere machen lassen. Das ist also die Kategorie der Lösung, die die Leute selbst können, aber nicht machen wollen, um Zeit zu sparen, eine bessere Lebensqualität zu haben, mehr Zeit haben für andere Lebensbereiche. Und das wird natürlich ein bisschen schlechter bezahlt als die zweite Kategorie. Und bei der zweiten Lösungskategorie geht es um bestimmte Problemlösungen oder Wunscherfüllungen, die die Menschen nicht selbst tun können. Wenn also jemand sagt, ich möchte mich mobil bewegen,
dann scheitern Sie schon daran, sich ein Fahrrad zu bauen oder ein Auto zu bauen. Wenn jemand sagt, ich brauche eine Rechtsberatung, dann müssten Sie erstmal viele Jahre Jura studieren, um sich selbst zu beraten. Wenn jemand sagt, ich möchte ganz gerne in Urlaub fliegen, dann wird er wahrscheinlich sein ganzes Leben einsetzen können und trotzdem kein echtes Flugzeug bauen können, um dann nach Australien zu fliegen. Das bedeutet, es gibt also eine zweite Kategorie von Problemlösungen, die Menschen nicht selbst umsetzen können. Und du ahnst schon, was besser bezahlt wird. Natürlich die zweite Kategorie. Das bedeutet also für dich natürlich auch das Ziel zu erreichen, jetzt mehr Geld zu verdienen. Aber dann gibt es zwei Dinge zu beachten. Das erste ist nämlich, du kannst zunächst mal selbst entscheiden, wie hoch deine Leistung, dein Expertentum, deine Fähigkeitsvermögen sein soll. Je mehr Fähigkeiten du hast, wenn du Experte in einem Gebiet bist, also Probleme lösen kannst, die andere Menschen nicht lösen können, dann hast du auch die Möglichkeit, mehr Geld als Feedback zu bekommen. Und wenn du diesen Weg gehst, dass Fokus wechselst, zuerst auf die Menschen, auf die Bedürfnisse, dann auf die Lösung und dann vor allen Dingen auf die Lösung, die Menschen nicht selbst herbeiführen können, dann wirst du feststellen, dass Geld jetzt ein Indikator wird. So wie du früher im Chemieunterricht Universalindikator in eine Flüssigkeit gegeben hast, um irgendeinen Zustand nachzuweisen, so ist Geld auch ein Anzeiger, wie gut die Problemlösung, wie gut die Qualität deiner Lösung, die du den Menschen nachgebracht hast, tatsächlich war und wie vielen Menschen du geholfen hast. Und in dem Moment wird Geld nicht mehr dein Herr, der dich aus Effizienzgründen dazu bringt, am besten nichts zu tun oder dem Glücksspiel zu verfallen oder andere zu betrügen oder auszurauben oder vielleicht mit Kryptowährungen zu handeln, was ähnlich gelagert ist wie ein Lottogeschäft, sondern du kriegst deinen Fokus darauf, was die Menschen um dich herum brauchen. Und wenn du den Fokus darauf ausrichtest, dass du denen hilfst, Probleme zu lösen, die sie selbst gar nicht lösen kannst, dann wirst du feststellen, dass die Menschen sich dafür bedanken, indem sie dir Geld, also gespeicherte Leistung und Zeit und Energie zurückgeben. Und wenn du tatsächlich viel Geld verdienen möchtest, dann weißt du auch ab heute, dass du auch vielen Menschen dienen darfst. Und wenn du mehr verdienen willst als die anderen, dann bedeutet das auch, dass du mehr in dich selbst investieren darfst, als die anderen es tun, um ein Experte in einem gewissen Gebiet zu werden und Lösungen zu schaffen. Zusammengefasst können wir also sagen, dass Geld ein wunderbarer Diener für dein Unternehmen sein kann. Wenn du herausfinden willst, wie gut du die Probleme und Wünsche anderer Menschen gelöst und erfüllt hast und wie viele Menschen du erreicht hast und ob du sogar in der Lage bist, Probleme zu lösen, die andere Menschen nicht lösen kann. Aber Geld wird ein grausamer Herr, wenn es dir nur darum geht, viel Geld von anderen Menschen zu bekommen und du dann nach der effizientesten Möglichkeit suchst, an das Geld heranzukommen. Das kann dich mindestens in das Glücksspiel hineinführen. Das kann dich sogar in den Straftatbestand hineinführen. Und davon möchte ich an dieser Stelle abraten. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Geschäftsmodell zu finden, also tatsächlich die Persona, die Leidensdruckgründe, die Intention zu finden und dein Geschäftsmodell mit all den Prozessen und den Finanzierungsplanungen und entsprechenden Konzepten auch in den Markt reinzutreten, wenn du da Unterstützung brauchst, dann helfen wir dir gerne mittels eines kostenfreien Erstgesprächs, um überhaupt die Rahmenbedingungen und auch den Zweck unserer Zusammenarbeit herauszufinden. Danach kriegst du von uns ein Angebot. Wir helfen dir dabei, auch Förderprogramme auch für unsere Beratung zu beantragen und begleiten dich bei deinem Weg in den Markteintritt, bei deinem Weg, das Unternehmen auch skalieren zu lassen und später zu verkaufen, inklusive der entsprechenden Unternehmensbewertung. Also lade ich dich ein, nicht nur das Video zu liken und vielleicht zu teilen, wenn es dir gefallen hat, sondern auch den Kanal zu abonnieren. Und ganz wichtig, unter dem Video findest du jetzt den Link zu einem kostenfreien Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg, auf den abenteuerlichen Weg, die Welt zu erkennen, die Menschen zu erkennen und Teil von Lösungen zu sein und nicht Teil von Problemen, die aus dem Geldfokus heraus entstehen können. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.